Servus Leute, willkommen zurück zu Bomberman 64. Ich habe hier das erste Level nochmal gespielt, um mir ein Herz zu holen. Eigentlich wollte ich nur so einen kleinen Miniboss besiegen, bis mir ein aufgefallenes Moment. Ich brauche ja auch noch ein paar Upgrades, deswegen habe ich das erste Level gemacht. So, ich habe noch eine Rechnung mit dir offen, Spinnentier. Wobei du ja eigentlich gar keine Spinne sein sollst, weil eine Spinne hat 8 Beine und du hast nur 6. Das heißt, du bist eben ein Insektoid oder so. Hey! Was machst du denn? Spinnentier! Hallo! Ich bin... eine Spinne. Oder so. Was habe ich denn jetzt getroffen? Habe ich jetzt dein Gesicht getroffen oder deine Kralle? Kralle vor allem. Das sind weder Krallen noch Speere oder sonst was. Kann ich dich an die Wand drängen? Nee. Oh, habe ich dir schon mal die Maske abgenommen? Eine Zange. Toll, jetzt ist auch mal eine Zange. Irgendwie hast du alles Mögliche hervor. Was? Ja. Dann schlag nochmal zu. Ja! Ey, ich bin Mantis. Ey, guck mich an. Ach, okay. Ich glaube, man erfährt die Namen von den Gegnern hier nur, wenn man das Buch, diese Spielanleitung hat, weil ich weiß nicht, ob man die Namen irgendwo anders erfährt. Ja. Ich stelle mich wesentlich besser an als gestern. Oh, jetzt dreht er glaube ich durch. Ja. Ja. Was machst du denn da? Schneller! Scheiße, die Zeit! Ja! Nein, die rechte... Ah, scheiße! Habe ich jetzt erst bemerkt, die rechte Kralle lebt noch. Oder von ihm aus links gesehen. Ah, ich dachte, der hätte dich zerstört. Ah, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Das war jetzt Fail. Verdammt, dabei war der Run eigentlich gut. Na gut, nochmal. War verkalkuliert. Gut, erst deine Clown, dann deine Maske, dann schlägst du hoffentlich auf den Boden. Ich habe aus Somas Video erfahren, von Xi, weil der hat das kommentiert, dass der nicht immer auf dem Boden aufschlägt mit seinem... ist nicht immer macht, dass der Boden einstürzt, wobei bei mir hat das bisher immer gemacht. Jedes Mal. So. Das verstehe ich nicht. Irgendwie... habe ich entweder Glück oder... ja... jetzt habe ich ihn! Ja, super. Musst du mich eigentlich gut anstellen. Ja, mach was. Ich wollte jetzt eigentlich nicht deine Birne platt machen. Ja, genau, das wollte ich. Jetzt dein Schädel. Hier bin ich. Muss auch hier hinstellen. Ich reg mich auf. Bam. Was hat noch? Wie bin ich denn? Ja, das war... jetzt war es auf einmal zu easy. Und jetzt sollte es in der Zeit auch noch sein. Also locker.
geht doch, wenn man weiß, wenn man erstmal einen richtigen Ansatz hat. Ich habe mich in den letzten paar zu doof angestellt. Ich habe mich aufgeregt. So, die vier kleinen Welten sind abgeschlossen. Jetzt geht's zur Black Fortress. Und jetzt wird's schwierig, weil jetzt weiß ich nicht mehr, wo alles ist. So, erst recht nicht. Ich hatte schon zuvor ein paar gedankliche Blockaden, weil ich zwischen den Parts immer mal wieder überlegt habe, wo könnte jetzt was sein, wo war nochmal was. Die Frage ist nur, was mache ich jetzt zuerst? Ja, wieso? Ja, ich fang mich an. Ich hätte eigentlich zuerst die Speedrun-Zeit in Angriff nehmen sollen, aber habe ich verbockt. Verbockt vielleicht nicht, aber... Nee. Oh, oh, oh. Ja, diese Visiere, diese Fadenkreuze. Naja, ein richtiges Fadenkreuz ist es ja nicht, aber diese... Typis wollen uns abknallen. Nee, weg damit! Hier ist gar nichts drin. Eine Mitte ist im Haus. Das gibt sich nicht aus. Jetzt geht's ins Haus, was ist da drin? Mach nur sowas. Wo war hier nochmal was? Und da hinten ist die andere Seite. Und man kann auch durch einen anderen Tunnel gehen. Warte hier. Nur wegen dem. No! Shit. Erlung! Oh. Gut, dass ich ein Herz habe. Aus hier. Oh, das. Ich wollte gerade schon sagen. Bin ich jetzt? Da. Hier ist irgendwie gar nichts. Schneller! Für mich ist es eine doofe Idee, so zurückzugehen, aber... Ja, super! Die Explosion? Nee. Ja, so garantiert nicht. Ah! Ah. Ich will eigentlich das Teil da sprengen, ohne mich zu sprengen. So, haben wir schon mal eine. Hier finde ich die Musik übrigens nicht mehr so gut. Super! Steh auf! So, was hast du zurückbekommen? Weg. Ja, die Zeit habe ich verbockt, aber es ist mir gerade egal. Hier. So, ich weiß, was da war, aber... War hier noch irgendwo was? Ich weiß nicht, ob ich das Ding da oben zerlegen kann. Weg damit!
Ja, offensichtlich nicht. So ist auch nichts. Schnell Sicherheit bringen. Ein bisschen paranoid. Super, da war jetzt ein Auto, da hätte ich links rübergehen können. Wow, wow, wow. Hau ab! Ich würde dich da oben gern vernichten, aber das ist mir ein bisschen zu riskant. Ah, das ist mir so ein Visier. Visier, so ein Fahnenkreuz. Nö! Ganz leicht, Speedrun-mäßig hier rüber. So schafft man das Level auch innerhalb der Zeit. Das ist jetzt nicht das, was ich versuche. Ja, dafür ist die schräge Sicht gar nicht so schlecht. Alle ab. Voll, da war gar nichts drin. Geht mir nicht auf den Zeiger, das hier nicht auszuhalten. Jetzt bin ich zuerst dann auf der Seite. Mir fehlen noch so viele Goldkarten, was sollen wir denn sagen? Ich glaube, ich weiß, wo eine ist, aber das war's auch schon. Irgendwie haue ich die ganze Zeit mit meinem Knie gegen den Tisch. Bitte, 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 bitte. Ah, da ist eine. Nummer 2. Ich bin sowieso nicht schneller als ein Auto, also kann ich dem Auto ruhig hinterher rennen. Super. Jawohl! Das heißt, jetzt fehlt nur mehr das für den Gegner. Die Gegner. Und eben die mit der Zeit. Schön ist, ich habe noch ein Herz. Das ist so nice gerade. Ist hier wieder ein Visier? Nee. Was ist da unten überhaupt? Warum frage ich überhaupt? Ja.
niemals zu Fuß über eine Autobahn gehen. Das könnte eventuell gesundheitliche Schäden nach sich ziehen. Hau ab! Oh, du lebst noch? Links geht's übrigens weiter, man hat's eventuell schon gesehen. Hier ist niemand. In der Mitte ist man relativ safe. Ist bald so ein großes Auto kam. Weil die kleinen Autos fahren nur an der Seite entlang. Warum das so ist, weiß ich zwar nicht, aber es ist so. Und ich danke Gott dafür, dass es so ist. Vor allem in der Vergangenheit. Ey. Visier! Super. Ich wollte dich nicht zu matschen. Hau ab! Ich meine, ich habe ein Herz, aber trotzdem. Nein! Scheiße, ich muss noch mal rein. Es zählt zwar mehr als eine Art Hund. Na, da zählt zwar mehr zu 100%, aber wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, sowas zu bekommen, dann will ich mir die Möglichkeit auch nicht entgehen lassen. Aber ich könnte hier rein. Vielleicht habe ich Glück und sie sind mit irgendwo Gegner. Gute Bomben. Rebound-Bomben. Tatsächlich bräuchte ich die roten Bomben jetzt nicht. Ich brauche sie gleich. Ich meine, die Explosion hier ist jetzt so groß. Nein, nicht weitergehen. Aufpassen, dass ich mich nicht selbst zerfetze. Die Frage ist, wie komme ich da unten ran? Haben die sich gerade selbst platt gemacht? Scheiß drauf! Eingelassen? Nee. Wenigstens das Rüstungsteil habe ich. Ah, das ist eine Sackgasse. Ah, flüchten. Meine Maus gerade so ein Ladeding hat, gefällt mir gar nicht. Kein Gegner mehr da? Du. Wie viele Gegner habe ich noch? 15, das könnte noch dauern. Oh, du willst ein Herz fallen. Hier werde ich erstmal nicht so schnell weiterkommen.
Wo seid ihr? Niemand da? Offensichtlich nicht. Aber jetzt kann ich dich mit einer roten Bombe vernichten, wahrscheinlich nicht. Nee. Ah, hier geht's ja gar nicht weiter. Ups. Echt aufpassen. Super. Ich weiß, ich brauche es nicht, aber doppelt hält besser. Ich bin natürlich da. Ich bin vom Stick abgerutscht. Ja, das passiert auch des Öfteren beim N64-Controller, zumindest mir. Dass ich vom Stick abrutsche. Und meine Hände so verschwitzt sind. Der Zeit. Bist du tot? Ja. Wieder raus. Wehe, hier. Ich hätte jetzt hier immer wieder raus und reingehen. Eigentlich gar keine so blöde Idee. Weil da bin ich nicht so weit vom Ziel entfernt. Also wenn ich jetzt den ganzen Weg wieder zurücklatsche. Muss das sein? Wieder her. Ja, die Suche nach den Goldkarten. Beziehungsweise es ist hier jetzt eigentlich gar keine wirkliche Suche mehr. Es ist jetzt eigentlich nur Gegner vernichten für die Goldkarte, mehr nicht. Allzu lange dauert das zum Glück nicht mehr. Ich glaube maximal 40 Gegner, dann kommt die Goldkarte. Könnte mich aber auch irren. Du nicht! Wenn es 30 Gegner sind, dann sollte es jetzt gleich der Fall sein. Beide? Ja! Zacke, 30 Gegner. So, jetzt können wir endlich weitergehen. Was mache ich denn da? Bist du den Tunnel durch? Schön mittig. Nein, jetzt kommt ein dicker. Ha, ausgewichen. Das Beste ist, wenn man mittig unterwegs ist.
bin hier falsch, oder? Ja, klar. Bin immer noch falsch, oder? Ja. Was mache ich denn da? Das kann mir wahrscheinlich keiner erklären, was ich da jetzt gemacht habe. Ich will ja auch nichts überstürzen. So, letzter Schuss deines Lebens. So, jetzt kann ich endlich weitergehen, problemlos. Hallo Sirius, oder wie du nochmal heißt. Und nun an, Atheist-Truppen werden dich noch härter bekämpfen. Du wirst auf Gegner stoßen mit Projektilwaffen. So solltest du sie mit dem Bombenkegel aus der Distanz bekämpfen. Eigentlich gar kein schlechter Tipp. Ah. Ich glaube, ich mache das so. Ich muss nur auf mein Herz aufpassen. Zur Not nutze ich den Bombenkick doch. Oh, ihr beiden. Ihr Zwillingsverwüster. Auf dein Ding aufzuladen. Die roten Bomben sind mächtig. Ja, das war's. Jetzt habe ich das Level geschafft. Das hat jetzt zwar eine ganze Zeit gedauert, aber immerhin... Naja, habe ich es fast komplett. Ich muss es jetzt nur mehr auf Zeit schaffen. Ich glaube, das mache ich in diesem Part auch, wenn der Part dann wieder über 30 Minuten geht, aber naja. Dann habe ich wenigstens ein Level komplett. Pro Part. Dich hasse ich jetzt schon, aber das werden wir im nächsten Part sehen. Jetzt erstmal auf Zeit. Ich wollte euch nur wissen lassen, dass ich das Vieh, das da kommt, hasse. Hasse. Ja, ich hasse ziemlich viel in den Spielen. Wobei, eigentlich ist es kein wirklicher Hass, weil ich mag das Spiel sehr gerne. Nein. Wie lange habe ich? 24? Okay, das sollte sich ausgehen. Na, jetzt wäre ein großer gekommen. Ist es ein kleiner oder ein großer? Hallo? Ich hätte locker über die Straße gehen können in der Zwischenzeit. So. Warum nicht gleich so? So, jetzt gehe ich hier rüber. Oder auch nicht, ich warte. So. Sollte ein großer kommen. Ein kleiner. Ach, ich bin doch dumm. Das da vorne ist ja auch ein Tunnel. Ah. Egal. So, schnell rüber. Mittig bleiben. Mir nichts passieren. So. Oh, ich dachte schon, das wäre ein Auto, das mir entgegenkommt. Wenn es ein Auto gewesen wäre, wäre es ziemlich unfair. Gegner, hier kümmere ich mich gerade nicht. Die dürfen meinetwegen alle leben. Die roten Bomben und die Zeit sind, da hole ich mir. So viel Zeit muss sein, weil dann geht der Kampf danach schneller, als wenn man die beiden Dinge nicht hat. So.
vorbereiten. Lass mich jetzt wieder vollladen. Ah! Ja, ja. Quatschkopf. Boah. So, ich habe jetzt noch quasi 10.000 Sekunden, was weiß ich, Zeit, um den Boss zu besiegen. Das sollte locker machbar sein. Wobei, es sind ja eigentlich keine 10.000 Sekunden, weil das sind ja nicht alles Sekunden. Ah, meine Explosion ist ja jetzt klein. So, das Mittelteil ist weg. Ihr hört auf, eure Säfte aufzuladen. Säfte? Was weiß ich. Ja, 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 du triffst mich nicht. Sollte vielleicht weiter weggehen. Easy. Also, wie gesagt, ich glaube, ich muss meine Aussage vom ersten Part oder so revidieren. Dass ich scheiße in dem Spiel bin. Ich glaube, ich bin besser, als ich dachte. Es gibt ja noch 3 Level. Mal schauen, wie... Das Let's Play ist bald vorbei. WTF, warum bin ich so schnell? Gut, dann würde ich sagen, das war Bomberman 64. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.